Naja, okay, es ist ein Videospiel. Ich sollte mich nicht da so reinversetzen. Ach, ich kann hier einfach geradeaus laufen. Sauber. Ich glaube, jetzt kommt schon der Konziliere der Bra der Brazis vor allen Dingen, der Bazinis. Ich wollte schon Bazis sagen. Das ging jetzt aber auch eigentlich sehr schnell. Ich hole mir mal hier rechts jetzt eine Heilpulle. Ich glaube, hier oben ist eine. Ich fühle mich geehrt, für die Corleones arbeiten zu dürfen. Na, wenn du wüsstest, was das manchmal für ein harter Job ist. Kollege. Kollege Schnürschuh. Die Corleones und ich sind Partner, okay? Gehen Sie wieder an die Arbeit. Halt die Fresse, ich arbeite nicht für dich. Du für mich? Okay, hier ist keine Heilflasche. Habe ich mich halt geirrt. Wollen Sie uns Egal. weiterhelfen? Dann auf zum Central Park und zu El Neri. Sie sind hier, um uns zu beschützen. Ja, ich bin Robin Hood, der Rächer der Enterbten, der Rächer von Dieser Witwen Typ, und den Sie Waisen nicht und haben. dieser ganze Kram. Schöner Tag. Die So. Corleone sind ein Segen für diese Noch Stadt. zwei Aufträge müssen das sein für El Neri. Wir haben Jackie Giovino erledigt, wir haben diesen Kerl gerade erledigt. Deswegen viel dürfte da nicht mehr sein. So. Dann reden wir mit ihm mal eben. Ich habe was für dich von Michael. Bei der Sache ist Präzision gefragt. Kannst du das? Sicher, ich habe ein Scharfschützengewehr in der Hose. Präzision ist mein zweiter Vorname. Worum geht's? Pietro Testa versucht, die Cops zu schmieren. Die Geldübergabe ist irgendwo in der Bowery oder in Little Italy. Du kennst das ja inzwischen. Die Colonels von. Oh nee, das ist doch noch nicht die vorletzte. Die Colonos verlieren die Unterstützung der örtlichen Polizeichefs. Grund dafür ist Pietro Testa, ein Capo der Bazzinis. Er kauft sich ihre Loyalität mit bestimmten Privilegien in den Bordellen der Bazzinis. Schicken Sie den Bazzinis eine Botschaft. Töten Sie Testa, wenn er dem Polizeichef die Hand schüttelt. Töten Sie Pietro während des Treffens mit dem Polizeichef. Okay. Jetzt ist das doch in Little Italy. Ihr Ekligen, ihr. Ihr Ekligen. Ja, okay, dann auf nach Little Italy. Ist aber dann doch der drittletzte, okay. Ja, nee, fünf sind das. Das mit Jackie Giovino wäre ja eigentlich die Startmission für El Neri gewesen. Jo, dann macht Sinn. Dann macht Sinn. Dann ist das jetzt die drittletzte. Dann gibt es hiernach noch eine, die mit dem Konziliere und danach die mit dem Sohn. Okay. Oh, immerhin nicht frontal gegengefahren. Ganz schnell auf unsere Spur zurück. Also ihn sollen wir töten, wenn er sich mit dem Polizeichef trifft, okay. Ja, wird auch nicht einfach. Dass sie aber auch so viel mit der Polizei machen müssen. Das müssten wir Sonntag haben, oder wie ist das? Ne, Samstag 11:30 Uhr, okay. Passt noch. Passt alles noch. Scheiße. Egal. Ganz unten sind die, glaube ich. Ganz, 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 ganz. Ach, Jesus, mein Herren. Gnarf. Ja, das war jetzt Absicht. Und das hier auch. Braucht gleich eh kein Auto. Hoffe ich mal. Juhu! Wir werden gleich genug Wachsamkeit haben. Ja, Autos gibt es zum Glück genug. Kennen wir uns? Sie kommen mir bekannt vor. Wagt es euch, mich anzuschießen? Oh, ach Kacke. Ich habe nicht gewartet. Egal. Ist egal, so haben wir auch uns ein bisschen Ärger erspart. So, und hier hole ich mir jetzt ein neues Auto. Ja, egal, so haben wir nicht alle Bonusbedingungen auch nur 8.000 Dollar bekommen.
Egal. Gibt Schlimmeres. War mir jetzt aber sicherer, als zu warten, bis der Polizeichef noch dazukommt. So konnte ich mich jetzt aus dem Hinterhalt eben kurz, zack, weg ist er. Man muss halt gucken, man muss halt seine Möglichkeiten abwiegen. Was ist sicherer? Und das habe ich gemacht. So. Jetzt dürfte aber die vorletzte kommen. Ja, und jetzt muss ich sogar aufpassen, ob wir überhaupt die 49 schaffen wir auf jeden Fall. Die 49 schaffen wir auf jeden Fall. Alleine mit dem letzten Boost nachher vom Don von New York. Das meinte, was ich gleich genatzt wäre, wenn Don von New York nicht kommt und ich noch ein bisschen Saves knacken muss. Wie peinlich wäre das? Ah. So. Ich hoffe, die Aufgabe ist jetzt wieder in Midtown. So. Einfach mal geradeaus weiterfahren. Irgendwann wird der Punkt schon kommen. Ach ja, so. Jetzt müsste der Konziliere dran sein. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Oh, warum habe ich das denn jetzt nicht gesehen? Schande. So. Lass mich da rein. Ich bin ein Samariter, bin ich. Es gibt Arbeit. Michael will, dass die Sache geregelt wird. Michael okay. Ist gar kein Don mehr, rein historisch gesehen, ne? Barzinis? Die Barzinis sind angeschlagen. Wenn jemand das Ruder noch umreißen kann, dann Domenico Mazza, ihr Konziliere. Der Don hat gesagt, ich soll dir alle Informationen geben, die wir haben. Töten Sie Domenico Mazza. Domenico Mazza ist der Konziliere der Barzinis. Er ist stinkreich und ausgesprochen paranoid. Mit seinem Geld finanziert er eine Armee von Leibwächtern. Ein Anschlag auf Domenico wäre zu gefährlich. Bestechen Sie also einen seiner Leute, um ihn zu erledigen. Bestechen Sie einen Leibwächter. Okay. Und dann 50.000 dafür, das ist schon gutes Geld. Wo ist der denn? Der ist, glaube ich, hier in Midtown. Sogar, aber ganz da unten. Aber wir müssen hier, glaube ich, nur geradeaus fahren, dann kommen wir da automatisch hin. Jetzt muss ich aufpassen, da gibt es richtig dick Asche für und auch einen guten Respektboost. Also da muss ich jetzt die Bedingungen auch erfüllen und den Leibwächter bestechen. So. So. Der Konziliere. Ah. Die rechte Hand eines Dons. Der Rechtsberater. Der Rechtsberater. Okay, Entschuldigung. Manchmal kann ich es einfach nicht unterdrücken. Nee, da ist der. Fuck. Scheiß Taxi. Ich darf jetzt keinen Fehler machen. Ich hol mir die hier unser Thompson in Pistolenform. Wenn Sie im richtigen Moment wegsehen, sind ein paar Dollar für Sie drin. Okay, wir haben uns nie gesehen. Sauber. 10.000 Dollar für ihn. Boah. Schön teuer. Was macht er denn? Tötet er ihn jetzt? Nee, ne? Das müssen wir schon selber tun. Sauber. Ich wusste nicht, dass das der war. Ich dachte, das wäre irgendein anderer. Wo ist denn unsere nächste, unsere Wohnung? Die müsste doch hier in der Nähe sein. Da vorne.
Speichern wir erstmal. Nachdem wir ihren Konsiglieri in den Rücken geschossen haben. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Zivilist. Wow, lasst mich. 509.000. Sauber. Wenn wir jetzt 200 bekommen, dann sind wir fast durch. Oh. Nehmen Sie im Hotel Aliotto in Little Italy an einem wichtigen Treffen teil. Mordaufträge 100%. Und was hat er gemacht? Na sauber, wir können schon der Don von New York werden. Ne. Ne, jetzt bin ich zu weit gelaufen, ne? Ich bin auch ein Bob. Na, jetzt speichern wir erst, also. Jetzt kann ich einen Mordauftrag eigentlich noch machen. Aber ich kann Don von New York werden. Ne, das machen wir noch. Wir machen noch den Mordauftrag, holen uns dann noch die Dings, den Driller und dann machen wir das erst. Mal kurz gucken. Herr Larry hat nach dir gefragt. Das war ein Telefonat. Okay, wir können also das Ganze eigentlich schon abschließen, aber nein. Erstmal werden hier noch die richtigen Sachen noch gemacht. Das wäre ja sonst, nee. Aber ich habe jetzt, wartet mal, ich habe das jetzt eigentlich alles so erledigt, dass ich es fertig habe. 91,5%. Dann ist der Mordauftrag auch gar nicht mehr wichtig, den wir jetzt machen. Es gibt halt nur noch mal Geld und ich will Respekt haben, dass ich das auf 49 auf jeden Fall habe. Wusste ich aber auch nicht. Ja, es kommt, glaube ich, durch die Aufträge von Tessio. Weil die haben, glaube ich, das extra so gemacht, dass man, wenn man Tessios Aufträge auch alle macht, dass das dann schon auf 100% oder so, dass es eher auf 100% geht. Sauber. Dann habe ich alles richtig gemacht. So, letzter Auftrag hier für, von El Neri. Sicher, kostet dich aber was. Sag schon, wie viel? So. Ich dachte, da wäre noch was. Da. Michael schickt mich. Bist du bereit, den Barzinis ans Bein zu pinkeln? Ich pinkel gerne an andere Leutes Beine. Natürlich bin ich bereit, El, das weißt du. Die Barzinis geben ihrem ehemaligen Konsigliere die letzte Ehre. Die Beerdigung ist die perfekte Gelegenheit, Don Barzinis Sohn Emilio auszuschalten. Der Trauerzug der Barzinis dürfte extrem gut bewacht sein. Viel Glück. Okay. Emilio Barzini Junior ist der neue Capo Decina der Barzinis. Er hat eine Trauerfeier für den verstorbenen Konsigliere Domenico Mazza organisiert. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um die Barzinis ein für alle Mal auszurotten. Emilio ist schnell und clever genug, um zu fliehen, wenn man ihn in die Ecke drängt. Sorgen Sie dafür, dass er nicht entkommt. Wir müssen alle Barzinis vorher ausschalten, bevor wir ihn töten. Ist das nicht da, wo... Ist das nicht... Ja, doch, ich meine. Ich glaube, das ist da, wo wir auch Bruno Tartaglia damals getötet haben. Hoffe ich jetzt einfach mal. 5.30 Uhr haben wir von dem da gesehen. Oh Mann, Mist, wir haben da noch nicht genug Geld, den Driller zu kriegen. Muss ich echt eine Pause machen, bis wir das letzte Geld bekommen? Ist aber auch ein bisschen blöd. Ich will auch, wenn schon alles gemacht haben, weil das würde passen. Das würde richtig passen. Wir sind in Midtown, wir können den Driller hier in Midtown kaufen. Und jetzt müssen wir alle außer... Aber super. Ich weiß nicht, ich fand ihn eigentlich recht gut. Jemand muss die Polizei rufen. Boah, Tante, außer... Müsste es gewesen sein. Ja, sauber. Alle anderen vorher getötet. Und natürlich ein
und natürlich hier den Respekt-Bonus bekommen, dass wir jetzt endlich Schießen auch auf voll haben. Jetzt gehen wir speichern. Ja, und hoffen, dass wir irgendwie bis Sonntag ausharren können. Oder den Sonntag noch über die Bühne kriegen, weil uns fehlt, glaube ich, ein bisschen Geld. Lass mich hierher, du ekelhafte Etwas. So, speichern wir nochmal ein letztes Mal. Der letzte Mordauftrag ist auch vorbei. Oder erledigt. Was habe ich noch? Alles ist noch vernünftig. So, hier nochmal alles aufsammeln. So, fast voll. Jetzt haben wir eigentlich alles voll. So. Alter, ist noch eine... Ach, egal. Nehmen wir die Kanone auch noch so mit. Dann haben wir wenigstens wirklich alles voll. Ja, jetzt haben wir eigentlich alles. Na, dann wollen wir hoffen. Wir fahren jetzt schon mal zu dieser Drillerstelle, dass wir den noch kriegen. Ich habe den jetzt auch extra, ich hole mir den jetzt auch nur zum Schluss, weil wir ihn so wirklich nicht brauchen. Die anderen Erweiterungen, die sind wenigstens noch ein bisschen praktisch, aber dieser ist eigentlich nur schwachsinnig. Aha. So, oh, das ist wieder dieser selbstfahrende Pickup. Der hat auch irgendwie so einen kleinen Bug, aber egal. Das war kein Bug, das war einfach nur mangelnde Fahrkunst. Gucken wir mal. Ich glaube ja, der kostet $750.000. Und wenn ich jetzt einmal zum Hotel Aliotto fahre, werde ich mit Sicherheit nicht nochmal hier hinfahren. Deswegen warte ich jetzt. Wenn das Geld jetzt nicht reicht, werde ich halt die Aufnahme kurz unterbrechen und so lange warten, bis es soweit ist. So, mein Freund. Die hier könnte dir gefallen. Sauber. Okay, gib her. Ich dachte, die würde 750 kosten. So, mein Freund. Und du darfst jetzt auch mal das Ding präsentieren. Ach, das hat, glaube ich, bis zu 750 Schuss. Sauber, so konnten wir sie wenigstens auch mal in Action sehen. Sauber! Ja, Freunde, dann hat das sich hier doch ein bisschen gelohnt. Dann jetzt auf zum letzten Treffen. Dann können wir das jetzt auch hier zu Ende machen. Ha, sauber. Das müsste jetzt hier die Richtung sein. Little Italy, ja. Das Hotel Aliotto zu einem wichtigen Treffen. Ich habe echt gedacht, das Ding würde $750.000 kosten. Tja, egal. Jetzt ist es sogar egal, dass wir gleich Geld bekommen. Wir kriegen gleich richtig viel Geld. Wir kriegen einmal unser Gehalt und einmal kriegen wir gleich noch so einen dicken, richtig dicken Bonus von, ich glaube, 1 Million kriegt man. Ich glaube, man kriegt 1 Million. Ich kann es euch aber nicht versprechen. Wie gesagt, dafür habe ich das Spiel zu selten durchgezockt. Ich habe es früher halt immer mal gerne so zwischendurch gezockt, aber halt nicht so wirklich auf 100% dann. Habe ich die Story einmal durchgerusht und fertig. Don von New York ist dann ja doch nochmal so ein größeres Ding. Machen wir eben die Aufnahme neu, dass wir damit gleich auch nicht durch unterbrochen werden.